Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Artan an. Dieser hat über Samsung Gear VR geschrieben, welches er mit 4,1 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Samsung Gear VR – Virtual Reality für das Wohnzimmer. Samsung brachte vor kurzer Zeit eine Virtual Reality Brille heraus, die man zusammen mit einem Samsung Smartphone benutzen kann. Im Gegensatz zu HTC Vive, der Oculus Rift und der PlayStation VR ist Samsung sehr preisgünstig, vorausgesetzt, man hat ein passendes Smartphone schon an der Hand. Technische Details und Aufmachung. Die Samsung Gear VR zieht man sich über den Kopf und platziert die Schale direkt vor seinen Augen. Die Tragebänder sind elastisch und sitzen somit optimal fest an verschiedenen Kopfformen, ohne dabei schmerzhaft zu drücken. Die Schale ist mit weichem, hygienischen Schaumstoffkissen gepolstert, damit ein langer Tragekomfort gewährleistet ist und es zu keinen unschönen Abdrücken kommt. Die Brille wiegt ohne Smartphone ca. 318 Gramm und ist damit ein echtes Leichtgewicht. Die Abmessungen betragen 198 mm x 116 mm x 90 mm. Zur einfachen Bedienung wurden ein Touchpad, eine Zurücktaste und eine Lautstärketaste am Gerät direkt angebracht. Die Samsung VR-Brille ist mit 4 Sensoren ausgestattet: Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetsensor sowie Näherungssensor. Die Verzögerungsrate zwischen Bewegung und Bild beträgt weniger als 20 Millisekunden. Den Pupillenabstand kann man von 55 mm bis 71 mm verstellen. Man kann das Gerät selbst bei Weitsichtigkeit oder Kurzsichtigkeit verwenden, da man mittels eines Drehrades den Schärfegrad einstellen kann. Eine normale Brille kann unter der VR-Brille nicht getragen werden. Angeschlossen wird die Samsung-Brille über einen Micro-USB-Anschluss an das Handy. Welche Smartphones sind kompatibel? Eingesteckt werden können alle Samsung Galaxy außer der S6-Reihe, auch das Galaxy Edge und Galaxy Edge Plus sowie die neue Galaxy S7-Reihe. Außerdem funktioniert auch das Samsung Note 5. Die Plastikschale, wo das Smartphone eingeführt wird, ist verstellbar, sodass man sie auf die oben genannten Telefone anpassen kann. Der USB-Anschluss wird quasi verschoben. Bei der Verwendung muss allerdings vor einer Schutzhülle abgesehen werden, da sonst die Maße nicht mehr passen. Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich über das Smartphone, da es keine separate Stromquelle für die VR-Brille gibt. Das heißt, der Akku wird zusätzlich belastet und es ist auch ein merklicher Unterschied zu erkennen. Was kann die VR-Brille von Samsung? Die Brille erkennt die Kopfbewegungen und registriert diese. Man kann sich in 360-Grad-Welten bewegen, sich umschauen. Es fühlt sich so an, als sei man selbst vor Ort. Bei Spielen ist man plötzlich Teil des Kampfes, man ist umgeben von einer virtuellen Welt und kann mit dieser interagieren. Die Samsung-Brille erkennt jedoch nicht den aktuellen Standort im Raum, sondern nur die Bewegungen, die vom Kopf ausgehen. Installation und Bedienung. Getestet habe ich die Samsung VR-Brille mit meinem Samsung Galaxy S6. Das Einlegen des Handys in die vorgesehene Halterung ist sehr einfach. Es ist im Prinzip so, als würde man das Handy in eine Hardcover legen. Die Plastikteilchen sorgen dafür, dass das Smartphone nicht verrutschen kann, selbst bei starken oder ruckartigen Kopfbewegungen. Sobald die Brille über den Micro-USB-Anschluss verbunden wurde, setzt die Installation automatisch ein. Die Oculus-App ist zwingend notwendig. Der Installationsprozess hat nicht mehr als 10 Minuten beansprucht und eigentlich wird einem hier alles abgenommen. Für die Einrichtung gibt es einen klaren Pluspunkt. Die erste Anlaufstelle ist Oculus Home. Dies ist ein virtueller Raum, der einen integrierten VR-Shop hat, wo man die neuesten Virtual Reality-tauglichen Apps und Filme downloaden kann. Außerdem muss man von dort aus auch die Programme und Apps starten. Mit einer Kopfbewegung kann man einen Menüpunkt auswählen und um die Auswahl zu bestätigen, drückt man auf das Touchpad, welches sich an der rechten Seite der Brille befindet. An diese spezielle Art der Navigation kann man sich recht schnell gewöhnen. Anfangs kann man sich schon noch bei der Auswahl vertun, aber das geht mit der Zeit vorbei. Das Einstellen der Schärfe wurde mit dem Drehrad gut gelöst. Verschiedene Apps einfordern teilweise auch andere Einstellungen. Mit dem Drehrad ist dies schnell und präzise erledigt. Tragekomfort. Der Tragekomfort ist in Ordnung, wenn man die Samsung VR-Brille nur für kurze Sessions trägt, so dürfte dort eigentlich nichts stören. Bei längerer Benutzungsdauer kommt es allerdings schon zu Beschwerden, zumindest bei mir. Mehrfach angeprangert wurde die einstehende Hitzeentwicklung. Das kann ich bestätigen. Nach spätestens einer Stunde wird es ziemlich heiß unter der Brille und das Display beginnt zu beschlagen. Wenn das der Fall ist, setze ich die Brille immer für ein paar Minuten ab, reinige das Display und gebe dem Gerät einige Minuten zum Abkühlen. Wenn man Filme schaut, kann das natürlich extrem nervig sein. Manchmal kriege ich auch Kopfschmerzen, aber ich denke nicht, dass das an der Brille selbst liegt, sondern eher an der Technik. Wer zum Beispiel bei 3D-Filmen nach längerer Zeit auch unter leichten Kopfschmerzen leidet, der wird diesen Effekt hier wahrscheinlich auch bekommen. Aber da spielt es dann auch keine Rolle, von welcher Marke die Virtual Reality Brille ist, sondern es ist einfach ein allgemeiner Effekt, auf den manche empfindlich reagieren und andere eben nicht. Ansonsten liegt die Brille bequem auf dem Kopf und auch das Gewicht der Brille stellt kein Problem dar. Außerdem bekommt man durch die Tragebänder am Ende noch immer eine neue schicke Frisur gratis dazu. Meine Erfahrungen mit der Samsung Gear VR.
Dieses Gerät steht und fällt mit guten Apps. Auf jeden Fall würde ich es jedem empfehlen, mit Oculus Home einen Kinofilm zu sehen. Dazu muss man die Filmdatei vorab auf dem Handy im Oculus Movies Ordner im Telefonspeicher abspeichern. Mit Oculus Video kann man sich einen Kinosaal auswählen. Es gibt mehrere Optionen, wo der Film dann abgespielt wird. Tatsächlich fühlt man sich dann so, als sei man gerade im Kino. Die Bildqualität ist absolut ausreichend, aber manchmal kommt es zu kleinen störenden Pixeln, die etwas von der Qualität nehmen. Wenn man lang genug hinschaut, werden diese aber nicht mehr weiter auffallen. Aus anderen Berichten habe ich mir als Tipp mitgenommen, sich am besten auf einen komfortablen Drehstuhl niederzulassen. Damit hat man die Möglichkeit, sich ständig zu drehen und die Kinoleinwand von allen Seiten zu betrachten. Bei Oculus Home werden auch immer wieder neue Kurzfilme vorgestellt, die für die Virtual Reality Technologie angepasst wurden. Empfehlen kann ich hier Light Chase, ein 360 Grad Kurzfilm. Man bekommt ganz neue Einblicke, da man einen Film nicht nur in eine Richtung, sondern in alle Richtungen schauen kann. Sehr cool sind auch bestimmte Welten, in denen man sich bewegen kann. Ocean Rift zum Beispiel zeigt eine lebendige Unterwasserkulisse. Mit Jurassic World ist man in der Besucherrolle eines urzeitlichen Zoos, gefüllt mit Dinosauriern. Spätestens hier kann man Freunde und vor allem Kinder für Virtual Reality begeistern. Wer generell schon gerne Spiele spielt, der wird hier auch nicht schlecht staunen. Uncharted Wars 2 ist zum Beispiel eines, wo man mit dem Raumschiff durch den Weltraum fliegt. Die Steuerung übernimmt man selbst und geschieht über die Bewegung des Kopfes. Es werden auch zahlreiche Ego-Shooter und Horrorspiele angeboten. Bei Dreadholz muss man den Weg aus einem gruseligen, düsteren Labyrinth rausfinden. Dabei begegnen einen unheimliche Kreaturen. Durch das Gefühl, dass man wirklich mitten im Spiel steht, wird dies zu einem echten Nervenkitzel. Auch Netflix bietet eine VR-optimierte App an. Wenn man also einen Netflix-Account besitzt, lohnt sich der Download auf jeden Fall. Es gibt außerdem einen bereits vorinstallierten Browser, mit dem man auch normal im Internet surfen kann. Das ist ein ganz netter Effekt, aber nicht weiter nützlich. Mein Fazit: Der Preis von nicht einmal 100 Euro ist ein absolutes Verkaufsargument. Die Technik ist marktreif, aber noch nicht perfekt. Ich habe bisher schon viel Spaß damit gehabt und bin gespannt auf die nächsten Generationen. Da besteht dann die Möglichkeit, die kleineren Probleme zu beseitigen, wie zum Beispiel die Hitzeentwicklung oder die kleinen sichtbaren Pixel im Display. Dennoch kann ich die Brille absolut empfehlen. Die Technik steht noch am Anfang und mit der Zeit kommen immer mehr Apps in den Store, sodass es immer interessant bleiben wird. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.